1. Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu The Forest. Und ja, ihr könnt unschwer erkennen, dass wir wieder im Flugzeug sind. Mathilde, wie kann denn das passieren, dass wir wieder im Flugzeug sind? Erzähl mal. Ja, moin, moin und hallo erstmal. Auch von meiner Seite. Wie kann das passieren? Ich vermute, dass derjenige von uns, der das letzte Spiel gehostet hat, vergessen hat zu speichern. Was? Das kann doch gar nicht sein. Unglaublich. Das ist Shame. Das ist die Vermutung, die ich habe. Also ich hoffe, dass das das einzige Problem ist, weil ansonsten machen wir jetzt wieder eine Aufnahme, fangen nächstes Mal wieder an und dann... Musst du noch was essen? Ich habe mich gerade vollgefuttert. Wir sehen immer die gleichen Sachen tatsächlich. Ach so, cool, ja. Cool. Dann nehmen wir uns eigentlich nichts gegenseitig weg, ja? Genau, und ich hoffe, wir finden auch wieder so tolle Dingsbums. Wie heißen sie gleich? Ne? Töpfe. Oh ja, scheiße, die Töpfe, die waren super. Mhm. Ey. Oh, wie schön. Bei mir fliegt. Aber wie gesagt, Mathilde hat Schuld. Hä? Du hast das Spiel gehostet. Nein, habe ich nicht. Oder wollen wir den Leuten einfach sagen, es war, das ist einfach, die Safe-Dateien waren kaputt. Ja, genau. Also, Leute, ihr habt nicht gehört, was wir gerade gesagt haben. Die Safe-Dateien waren kaputt. Genau, die waren irreparabel, die konnten nicht repariert werden und deswegen, ja. Kaputt. 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 So, nicht wundern, falls ihr zu den anderen zwei Folgen Kommentare geschrieben habt. Wir nehmen das quasi 2 Tage hintereinander auf. Wir haben mal ein bisschen Zeit und wollen mal ein bisschen vorproduzieren. Ist ja kein Geheimnis. Oh, wieso nimmt der das nicht so? Geht doch. Wir haben so einen kleinen Zwerg und... Ich habe einen Tennisball. Ja, kannst du wegwerfen. Ich glaube, den kannst du nicht behalten und einsammeln. Ja, worauf ich hinaus will, die meisten wissen es ja, mit so einem Zwerg, einer muss den immer betreuen, das ist immer nicht so leicht. Ja. Daher, wie wir zu zweit dann hier das Spiel spielen, ist natürlich ein bisschen problematisch. Ja, vor allem in der Zeit, wenn es da so Zähnchen gibt. Aua. Oh, warte mal, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Das ist schön. Bleib hier, du Echse. Wo bist du? Ich lauf gerade. Und ja. Ah, da sehe ich dich. Ich bin hier bei dem See, wo ich im letzten Video habe ich doch dir gezeigt. War es im letzten Video? Wo ich hier, wo meine alte Basis war. Und hier sind wir genau gestartet. Hm. Ey. Oh. Mathilde, da war ein Ball. Hol dir Ball. Ah, ich kann keinen Wein mehr mitnehmen oder Alkohol und keine Tücher. Wieso haust du nicht diesen Ding? Oh, ich habe Gaffertape gefunden. Oh, Gaffertape ist cool. Hier ist es noch Stoff, Wein und Schoko. Schoko ist gut. Ich habe keinen Platz mehr für Schoko. Hier auch. Und hier Medizin wenigstens. Achso, ich drücke hier auf die falschen Tasten, nicht Horst. Ach, ich mach mir erst meinen Stock. Ja, einen Stock kann man machen. Nein, ich will mir das Foto von Timmy nicht anschauen. Timmy! So. Okay. Ah, die Töpfe waren gut, ne? Die Töpfe waren super. Wollen wir mal da geradezu am, oder warte mal, wir sind ja von hier, wir sind ja hinten rum einmal gelaufen, ne? Einmal an diesen Hügel vorbei. Mhm. Also ich glaube, ich kann zurückführen zum Lager. Also ich glaube zu dem See. Auch. Ich glaube, ja, könnte man hinkriegen, ja. Also die Frage ist, wollen wir nochmal weiter Gronkh kopieren oder wollen wir
hier bauen oder wollen wir einfach nochmal weiter gucken? Wir können auch ein bisschen weiter gucken. Ja, würde ich sagen, wir gehen hier einfach mal hier oben geradeaus an diesem Flugzeug vorbei. Okay. Dann laufen wir nämlich direkt auf ein Lager von Supi, ich habe den. einen Fisch erlegt. Ach so, Fische wollte ich mitnehmen. Egal. Da laufen wir jetzt direkt auf so ein Lager zu von den Kannibalen. Die sind aber nicht zu Hause. Das ist so hier Anfangsgebiet, da ist kaum was los. Behaupte ich einfach mal. Aber vielleicht haben wir Glück und wir finden Seil. Das wäre ganz geil. Das reimt sich. Na, hier haben sie wieder ein bisschen Totems, die kann man ja auch kaputt machen. Da freuen sie sich. Können sie ein bisschen was wieder reparieren. Ah, warte mal, ich muss mal rausfinden, auf welchem Dings meine Axt ist hier. Ja, bei mir ist es 1 und 2. So. 1 war die Axt bei mir. Wie kann ich das? Ah, die ist jetzt auf 3. Letztes Mal war die nämlich auf A4. Ah, eine Dose Cola liegt hier. Das ist, oder was? Ach, hier war Benzin. Und eine Echse. Nein, falsche Waffe. Okay, Kannibalen sind hier doch unterwegs. Ah, Seile, Seile. Wir haben Besuch, Mathilde. Die netten Kannibalen sind hier. Hinter dem Haus da. Oh, Hallo. zwei Stück. Kriegen wir das hin mit unseren Popelstöckchen? Boah, lass mal eine durchkommen. Die Laufen laufen die wie weg? Gollum. Hä? Ups. Hast du ihn? Nee, Nein. der lebt ja noch. Na, das dauert zu lange mit diesen Stäbchen hier. Jetzt rennt er weg. Komm her, Gollum. Jetzt ist er tot. Aber war auch nur. Der ist so ein Zwei, Ja, ne? der hockt da hinten Ah, noch. hier hinterm Haus. Ey, du kleiner Wichser. Komm her. Komm her. Piekst du mal in meine Richtung. Von hinten. Ah, geht nicht, schade. Geht zu zweit ganz gut. Ja. So. Also normaler, früher war ja, glaube ich, keiner. Oder ich habe immer Glück gehabt. Ich wollte hier mal so links weiter. Ich habe Ja, ich eigentlich habe hier schon. gerade noch Flaschen hier Sodakannen Ach so. aufgesammelt. Habe ich echt übersehen? Anscheinend. Ich wollte mal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwie ein tolles. Also ich finde Was ja ist? schon die Idee, irgendwie an einem See, in einem See zu kampieren, finde ich ja schon gut. Ja, da wo mein altes Lager war, sage ich, wo wir gerade waren, das ist ja ein kleiner See, da bringt ja nichts. Oh, hier geht's steil runter. Aber ganz schön steil. Und ich höre wieder irgendwas Kannibalisches. Ja, aber ja, wenn man sich duckt, dann sieht man, hat man so ein Auge wie bei Skyrim. Wollte ich gerade sagen, wie bei Skyrim. Wollen wir hier einfach mal runter quer gehen? Ja, aber ich gehe hier den Pfad runter. Der scheint mir sicherer, weil nicht ganz so steil. Oh, das geht hier schon so ein bisschen. Kaninchen. Ich fand das schon ganz geil, wo wir da letztes Mal waren, wegen der Rehe, die da irgendwie einfach vorbeigeschaut haben. Stimmt. Ah, hier unten ist, glaube ich, auch ein Höhleneingang. Könnte sein, ja. Ah, hier liegt auch eine Dose. Müssen wir jetzt nicht reingehen? Nö, da bin ich jetzt noch nicht scharf drauf. Oh, Kannibalen. Irgendwo. Ich gehe mal wieder geduckt weiter vor. Voraus ist ein Lager. Der ist direkt vor mir, dreht sich wieder um. Na, da kommt näher. Angriff. Ich
sehe nichts wegen der Bäume. Okay. Also ich würde mir das Lager jetzt, glaube ich, nicht angucken, oder? Müssen wir nicht. Oder lass mal ganz kurz gucken. Wir gucken erstmal nicht, aber lass mal ganz kurz gucken. Genau. Das ist nämlich direkt an einem See. Hm. Ist das das, wo wir letztes Mal waren? Hier. Oh, hier, ja. Hier sind, ja, ist das. Mathilde, hier sind zwei Seile. Nimm die mal mit. Ja. Aber echt ein Kannibalendorf in der Nähe gehabt, ja? Ja, hatten wir. Echt, war das hier? Nö, war es nicht, aber wir können das hier gerne nehmen. Ist nicht, oh, hier können wir was explodieren. Es ist nicht genau derselbe See wie bei Gronki. Juhu, ich habe noch ein kleines Fleischstück gesammelt. Und wir haben in der Mitte Steine. Vielleicht können wir die benutzen. Hm. Also dann darauf bauen, weißt du? Hm. Ich versuche mal erstmal so ein Frame zu bauen. Ja, genau. So ein Konstruktor. Ja, das Problem war, man muss es irgendwie langziehen. Du machst das schon. Ich glaube fest an dich. Ich sammle Blätter. Oh. Hier liegt auch ein Seil. Hier ist ein Boot. Hier liegt ein Seil. Kann ich das mitnehmen? Ich sehe dich gerade gar nicht. Du bist auf der anderen Seeseite wahrscheinlich. Ja, ich bin auf der anderen Seeseite. Ich sammle Blätter. Ich versuche hier auf einen Stein drauf zu kommen. Und das geht. Cool. Ich bin auf den Stein drauf. Jetzt sehe ich dich. So, dann. Du kannst ja trotzdem dich schon mal um Lagerfeuer kümmern, weil das brauchen wir ja. Kann ich machen. Also ich sammle hier gerade, wie gesagt, auch schon fleißig Blätter. So, eigenes Fundament. So, dann mache ich das Lagerfeuer hier erstmal beim Boot, ne? Einfach daneben erstmal. Ja, beim Boot erstmal. Ich versuche hier erstmal irgendwie eine Fläche zu generieren. Bricht das ab? Ah, nee, es war zu hoch, ne? Boah, das ist ja mega hoch. So, Steinchen brauche ich noch. Ich kenne übrigens einen ganz tollen Pilz, den isst du, musst du nur einmal essen und dann hält der den Rest deines Lebens. Der Popo-Pilz oder was? Na, eigentlich jeder giftige Pilz, ne? Jetzt kann ich natürlich nicht sehen, ob das gerade ist oder ob das irgendwie passt. Ich sehe es leider nicht. Ich halte. Mal gucken. So, ich habe schon mal Essen da auf den Dings gepackt, ne? Ah, ist jetzt sehe ich's. Und das ist irgendwie hoch. Es ist nicht ganz so hoch wie der Stein. Die Frage ist, kommen die Kannibalen drauf? Das ist die Frage. Die kann ich dir nicht beantworten. Ist auch ein bisschen schräg, ne? Ist angeschrägt, ja, aber ich finde es jetzt nicht schlecht, so wie es da steht. Wollen wir das mal so versuchen? Mal machen. Sind aber mächtig viele Stämme, du. Ja, dann 49. Ist das so. Dann würde ich sagen. Wir müssen uns um sauberes Wasser kümmern. Ja, ich kenne mich jetzt hier nicht mega aus. Warte mal, eine Sache wollte ich auch gleich bauen. Hier so ein Trockengestell. Das sind nämlich. Ja. Ich packe mal eins hier und hin. Ich baue hier mal so ein Unterschlupfdingens gleich, dass wir speichern können. Und hier hin. Das sind nämlich nur 5 Stöckchen. Das ist ja nichts. Ich weiß nicht, aber nicht, ob das ein Problem ist, dass wir quasi hier gleich die Kannibalen als Nachbarn haben. Das werden wir dann sehen. Ich habe jetzt aber leider nichts zum Essen hier zum draufpacken. Ah, ich habe leider das Essen hier alles reingehauen. Also wenn du Hunger hast, ist auf dem Feuer. Oh ja, ich habe Hunger. Sonst kannst du ja so ein bisschen
Äste sammeln und ich gucke vielleicht, ob ich irgendwo so ein Dings finde, so ein... Brauchst du noch Äste, ja? Ein paar, ja. Ein paar Stöcke. Ne, es gibt hier auch so dünne Bäumchen, die kann man sich auch die erhacken. Hau ich hier ja ab, gerade. Okay, ich wollte es nur sagen. Hier sind ganz schön viele Pflanzen und Stöckchen, das ist ja... Na? So, der Unterstand ist fertig. Ich würde sonst einfach mal gucken, ob ich hier den Fluss finde und da dann eventuell eine Schildkröte. Ja, ne, ich habe den Unterstand jetzt vor allem auch gebaut, damit wir da hier ein Haussymbol haben. Mhm. Das war eigentlich jetzt gerade der Gedanke dahinter, dass wir das Haussymbol haben. Ich will auch noch keine so, hier ist auf jeden Fall schon mal Strand, das ist gut. Hier, gut, hier dann hack ich hier schon mal ein paar Bäumchen, du. Ja, hier sind auch noch ganz viele Dingsbums. Wie heißen sie gleich? Ne? Oh, ich muss unbedingt, ich muss jetzt was trinken. Ah, ich habe ja noch Cola-Dosen dabei, sehe ich gerade. Also hier am Strand liegen noch ganz viele Köfferchen. Ja, ich will erstmal keine benutzen, weil ich noch so viele habe, so viel Zeug. Okay. Ups, ich hab einen Vogel getötet. Ist doch super, kannst ihn auf trockene Stellen hängen. Hab einen Vogel getötet. Du, du, super. Du, 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 du. So, ich laufe jetzt hier einfach mal den Strand entlang und gucke, ob ich eine Schildkröte finde, würde ich sagen, oder? Hm. Denk daran, Sonne geht bald unter, ne? Ja. Hm. Habe ich jetzt echt nur durch diesen kleinen Popelbaum zwei, Boah, das sieht scheiße aus. Hm. So dunkel ist irgendwie echt nicht so geil, ne? Also dunkel ist. Nee, dunkel ist doof. Dann komme ich nach Hause und fälle lieber Bäume oder so. Ich muss sagen, das gefällt mir nicht, was ich da habe. Das sieht auch echt hier vorne schräg aus. Das ist irgendwie. Okay, also noch können wir es anpassen. Noch haben wir nicht so viele Bäume da drin verbaut. Ja, ich reiß das nochmal ab und versuch's nochmal besser zu bauen. Okay. Oh, wir haben die zwei Stämme wieder gekriegt. Nett. Kann ich den einsammeln? Ich leg den mal hier so am Feuer hin. Hier so an den Stein. Und dann versuche ich nochmal mein Glück. Ich hoffe, dass das so einigermaßen geht im Dunkeln. Soll ich sonst so eine Leuchtfackel da auf dem Stein nochmal aufstellen? Ob das hilft? Oder auch nicht? Ich versuch's erstmal so. Okay. Ja, ich... Ah, dieser Ast, dieser Baum. Ah. Soll ich mal versuchen, den da wegzukriegen? Wie soll man jetzt das mitkriegen, ob das jetzt gerade ist oder nicht? Ich hatte den Baumstamm rausgeholt. Cool, yo. Ist jetzt kleiner die Fläche, aber... Schräg. Oh, ich finde das aber nicht schlimm, wenn man da sozusagen... Eingangsbereich, da kann man ja noch dran bauen, oder nicht? Ja, das ist halt eine Seite scheiße. Aber, wie gesagt, das sah vorher beschissen aus. Es sind nur drei Äste, die kacke sind. Wenn du das sagst. Die Frage ist nur, können wir da jetzt, kommen wir da ran mit dem Baumstämmen? Gucken wir mal. Ich nehme mal ein. Komm ich dran. Dann machen wir das. So, jetzt muss ich erstmal ein Feuer, du. Finde sauberes Wasser an. Habe ich nicht.
Wir haben leider keine Kochtöpfe gefunden diesmal. Nee, da müssen wir echt nochmal in diesen Wald gehen oder so, keine Ahnung. Na, ist der Vogel gleich fertig? Ich hab Hunger. Es müsste doch noch was auf dem Feuer sein. Habe ich alles von weggegessen. Ach so. Das war nur so ein, zwei Kleinigkeiten. Okay. Mathilde macht sich Mühe, holt nette Sachen. Und Heinrich futtert sie einfach weg und beschwert sich, dass sie klein sind. Ja, wir müssen einfach, sobald Tag ist, jagen. Oh, bitte, bitte! Uhuhuhu. Kuscheln am Feuer. Ja, echt mal wieder dunkel, ne? Ja, dunkel so vor sich hin. Timber! Aber ich glaube, diese Fläche kriegen wir schneller hin, als wir das letzte Mal rumgefuhrwerkt haben. Ja, ich glaube auch. Ich hoffe nur, dass der Abstand dann auch zu diesen Leuten reicht. Oh, ich bin nass. Dann wärme ich mich mal ganz kurz. Ist ja erstmal eine kleine Fläche. Denn man kann ja dann später nochmal eine zweite ransetzen. Ja, das oder ist doch das, was ich meinte. Genau, genau. Vielleicht bauen wir auch dann auf den Stein. Ist ja noch nicht alles in Stein gemeißelt. Genau. Speicher doch mal zwischen. Ja. Warum geht das nicht? Weil du dafür zum Shelter gehen musst. Ah, ja, stimmt, ja, scheiße. Nee, dann hake ich erst den Baum kaputt. Und dann speichere ich mal. Ah, warm. Kalt? Alles gut. Ich habe Hunger. Irgendjemand hat mein Essen weggegessen. Hast du noch Schokolade, Snickers zur Not? Ja, habe ich noch. Hier irgendwo waren auch Pilze auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob man die essen kann. Ich oder weiß nicht, sie sahen sehr nach Fliegenpilzen aus. Oder irgendwelche Büsche. Ja, hier gibt's Samen. Ich kenne nur die Büsche, die blau sind, die kann man essen. Also so Blaubeeren oder so. Boah, das ist aber ein dicker Stamm hier. Hallo, Stemmi, geh mal kaputt. Oder bist du unverwundbar? Nicht in die Richtung, nein, ach, das ist dunkel. Na, denn in die Richtung hatte ich doch auch gerade noch ein Bäumchen gefällt. Ja, ja, das sind. Da liegen noch Stämme. Wir haben sie beide auf dem Haufen geballert, quasi. Ist auch praktisch. Also ein paar Bäume möchte ich eigentlich hier noch als Schutz halten. Ja, deswegen haue ich ja gar nicht die Bäume, die so direkt in der Nähe sind, um. Komm her, du Vogel. Vogel weg. Ach ja, man hat ja Feuer. Ja.
Da ist das Boot im Wasser, ja. Mir ist kalt. Ich war nicht mal im Wasser. Bin einfach nur kurz da gucken gegangen und schon friere ich. Also ich glaube auch, dass die uns eigentlich schon die Nacht sogar noch finden. Na, dann haben wir ein paar Knochen und können bessere Speere machen. Das stimmt. Immer positiv sehen. Genau. Ich komm mal zu dir, du hast ja was gefällt, ne? Ja, zwei Bäume. Zwei, du bist ja richtig fleißig. Ja, die standen direkt nebeneinander. Wollen wir das dann so bauen, dass wir immer quasi erst auf einen Stein müssen und dann da drauf? Du bist der Architekt. Ja, ich überlege nur, wenn man einen Steg quasi an den Strand bauen oder so, dann kommen ja die Kannibalen drauf. Also früher waren die zu blöd, um ins Wasser zu gehen. Ich glaube, die sind ertrunken im Wasser. Wie praktisch. Ja, ja. Liegt hier noch was? Ich weiß aber nicht, ob sie es geändert haben oder ob die einfach fünf... Scheiße. Oder ob die 5 Meter springen können, weißt du? Das weiß ich nicht. Weil die Viecher konnten noch klettern, die konnten noch über Mauern klettern. Ih, wie unangenehm. Ja, ja. Das sind richtig eklige Gesellen, aber ich glaube, die normalen konnten es, glaube ich, nicht, aber die etwas bessere mit Kriegsbemalung oder so. Auf jeden Fall müssen wir jagen und Wasser sammeln. Ja. Dann würde ich sagen, dass wir uns auch dann, sobald Sonne aufgeht, trennen. Getrennt suchen. Das steigert die Erfolgschance. Hast du den Baum zu Ende gehackt? Nein, aber der hat schon Schaden genommen, weil ihm so kalt war. Oh, das ist natürlich doof. Meiner hat nur wieder übelst Hunger. Die Schokolade und so wollte ich mir eigentlich aufheben. Ja, ich auch. Ah! Aber das wird wohl nix. Yay, gut. Nur noch 2 Baumstämme. Juhu! Dann hacke ich den anderen Baum nochmal kaputt und dann können wir ja die Stämme ja schon mal ranholen. Wenn ich ja den anderen Baum finde. Das war der hier. War das der? Hier so gegen den Stein packe ich die weg runter hier. Dann finden wir die später. Ich habe hier was mit Baumharz und einem Stock, aber mir fehlt eine dritte Zutat. Ah! Tuch? Zahn. Hab ich was hast du dran? Knüppel. Hey, war noch? Ich habe einen Knüppel. Ah ja, stimmt. Den habe ich, glaube ich, nie eingesetzt, weil ich habe die mit dem Speer immer versucht auf... Muss man testen, also... keine Ahnung, ich sehe die anderen gerade nicht. Ein verbesserter Stock. Tja. Dann muss ich mal so einen Snack essen. Ja, blieb mir auch. Guck mal, ich hab einen Stock. Der heilt mich nur zur Hälfte. Ja, das ist ein bisschen doof. Da muss ich noch einen essen. Schitte, schitte, schitte. Dann geht mir ja mal die Sonne auf. Und dann trinke ich mal hier Pisswasser. Hab nichts Besseres. Da geht doch schon die Sonne auf, da hinten. Oh, juhu. Das ist aber fein. Und hier liegt wieder ein Seil.
Ist ja wieder praktisch. Seil ist drei Seile sehe ich. Oder lag das da schon? Das weiß ich nicht. Lass es da liegen, das wird ja nicht schlecht. Ich habe auch schon drei. Ne, vier. Da können wir bestimmt ein, zwei Fallen bauen. Ich habe zwei, aber dann nehme ich vielleicht auch ein, zwei auf. Vielleicht kommen die ja wieder. Jetzt habe ich auch vier Seile. Ja, dann würde ich sagen, hohe Jagd, wo willst du lang gehen? Ich gehe wieder an den Strand und gehe nach rechts. Dann gehe ich hier nach rechts. Ach, du gehst an den Strand und nach rechts, ja? Genau, also ich laufe den Strand rechts rum lang, sozusagen. Dann nehme ich die andere Seite, dann gehe ich links. Weil wäre ja doof, wenn wir beide rechts laufen. Ja. Auf jeden Fall sind hier am Strand noch ganz viele Dingsen. Koffer, ja. Ich kann man ja auch erstmal liegen lassen vielleicht. Weil die kommen, glaube ich, nicht wieder, die Koffer. Ah, die sind nur einmal da. Okay. Das ist so für Anfang an so dein Loot, weißt du? Oh, hier sind Bären, die kann ich essen. Dann esse ich nochmal. Heidelbeere. Habe ich eingesammelt. Einen Samen zumindest. Tier. Also ein Kochtopf würde uns ja eigentlich auch erstmal reichen. Ja, ein Kochtopf wäre auch schon super. Da ist eigentlich... Ich gehe mal aufs Boot. Mach mal. Ich glaube, da war auch was. Ich glaube aber keinen Kochtopf. Ich sehe gerade unsere Basis gar nicht von hier unten. Meine wird. Von mir wird es auch nicht angezeigt, tatsächlich. Hast du. Oder hast du nur so ein Ein-Mann-Zelt gebaut? Ja, so ein Shelter-Dings. So ein einfacher ist ja kaputt gegangen. Aber doch erst nachdem wir da drin geschlafen hatten. Stimmt. Oh, ich habe Speichern vergessen, ne? Ja, hast du. Okay. So, hier liegt eine Zeitschrift. Irgendein Item, was man sammeln kann. Das ist mir jetzt aber Wumpe. So. Weil wir spielen nur aus Spaß und nicht hier aus... Mit den Geldmünzen kann man was machen. Ich hab einen Kochtopf! Ich hab einen Kochtopf! Ja, haben wir schon mal einen. Ist auch schon mal super. Hier da bei den Zelten, die wir letztes Mal auch gefunden haben. Ah ja, stimmt. Hier war irgendeine Geheimtür. Die weißen Bären nicht essen. Schokoladenriegel, Druckluftpumpe oder sowas, Kassette. Und hier kann man auch schlafen und speichern. Ah! Dann speicher doch da mal. Habe ich gemacht. Was macht er jetzt? Dunkel. Okay. So, ich habe auf jeden Fall einen Kochtopf. Kann man sich merken. Und ich wurde entdeckt. Nee, wurde ich nicht. Okay. Das Dumme ist, am Strand sind die Kannibalen, da rennen die häufig lang. Die mögen Strände. Finden sie toll. Wir mögen sie ja auch. Oh, ein festgebacktes Kaninchen. Oh. Da sagte, du bist festgebackt. Warum läufst du jetzt? Bleib hier, ich will dich töten. Bist du? Da darfst du doch nicht einfach einen Haken schlagen. Versuche mich mal anzuschleichen ans Kaninchen. Nee, geht nicht. Das ist doof. Dein Name wird mir angezeigt. Oh, okay. Jetzt habe ich das Kaninchen erlegt. Ich habe noch kein Tier gefunden. So, ich habe auf jeden Fall einen Hasen getötet. Ja. Na, hier sind jetzt die Container am Strand.
Ah, du hast Hunger, finde was zu essen. Ich glaube, ich gehe mal so ein bisschen ins Landesinnere. Jetzt habe ich keine Energie mehr, um den hinter dem dummen Kaninchen herzurennen. Naja, die Kaninchen habe ich mit dem Bogen platt gemacht. Zwei Pfeile brauchtest du, glaube ich. Ah, hier ist nichts. Vielleicht spawnen die auch nicht einfach zu nah an den Kannibalen Wohnort. Da haben sogar die Tiere Respekt und verpissen sich. Oh, das ist ein Ast. Baum. Ich dachte gerade, das wäre ein Feind. Ja, noch ein Kaninchen erlegt. Ich bin so gut. Mathilde, die Kaninchentöterin. Huh. Ha. Ah, Bambi, Bambi. Stehen. Ich möchte dich nur pieksen. Mehrfach in den Popo. Aber oh, wenn die nicht festbacken oder so, dann kriegst du die echt nicht. Kannst mich doch gar nicht sehen. Was doof ist, ich habe jetzt echt nicht mehr dieses Heimgebäude. Wir hätten echt irgendein Bauprojekt da hinstellen sollen, vorsichtshalber. Ja. Boah, ich hab'n Bambi. Oh, ich bin bei dem See, bei dem wir letztes Mal waren. Beim Gronksee. Der See des Gronk. Vielleicht finde Er ich hier ein ist. paar Bambis. Erwähnt es nur, weil ich von dem da halt die Idee hatte. Ja, Hier ist doch komm. okay. Oh, Eichhörnchen. Okay. Dummes Kaninchen. Und dann hole ich mir gleich das nächste Bambi. Lauf nicht weg, kleines Bambi. Ich bin dein Freund. Hallo, Bambi, 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 Bambi. Lauf doch nicht weg. Oh, stirb doch mal. Ich habe echt Angst, dass ich unser Lager nicht mehr finde. So, zwei Bambis. Wie viel Fleisch ist das? Oh, ich habe zu viel Fleisch. Du hast zu viel Fleisch. Eins, zwei, drei, vier essbare Voll Bambi-Fleischsorten. gut. Mehr kann ich nicht mitnehmen. Das ist schade. Eins bleibt nämlich hier liegen. Viel zu schade. Echse, bleib stehen. Mist, das habe ich vergessen, von wo ich Echse! kam. Gut, ich werde jetzt mal versuchen, nach Hause zu kommen. Echse getötet. Ja, wenn du da bist, mach irgendein Bauprojekt und sei es nur, damit man da den Baudings sieht. Den Fortschritt. Also ja, dass man. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann ja anfangen, auf diesen Holzbalken was zu bauen. Oh, hier sind Beine. Ich glaube, ich war gar nicht so weit weg. Ach, schade, ich kann nicht noch mehr Seile tragen. Also zur Not kannst du auch Kannibalenfleisch bestimmt essen. Das geht bestimmt auch. Huch. Lecker, lecker Kannibalenfleisch. Stimmt.
Hier wohnen wir. Sehr gut. Hier liegt ein Baumstamm. Perfekt. Der ist aber... Wo ist unser Lager? Ah, bin zu Hause. Sehr gut. Als Not könntest du quasi auch über mich, über meinen Namen quasi das finden. Ich hab... Nee, schade, ist nur ein Stein. Ich dachte gerade schon, ich hätte eine Schildkröte gefunden. Oh, man kommt drauf gesprungen. Oh, ich habe Durst. Oder weißt du was? Man könnte das hier sogar als Rampe benutzen. Dann mache ich da einfach hier vorne unsere Eingangstür. Mach wie du denkst. Ja, ich baue einfach mal drauf los. Ich baue frei Schnauze. Tüdelü. Tüdelü, du machst das schon, Idü. Oh. Was ist denn auch? Bin ins Wasser gefallen. Das ist nicht gut. Das macht nass. Ich glaube, das ist hier... Achso, mit R war das. Oh ja, Junge, ich weiß. Drehen. Es sind schon schön aufs Trockengestell gepackt. Jo, und eins perfekt. Kleines für mich, ein Vogel oder ein Eichhörnchen habe ich ja gegessen. So. Oh. Kann man jetzt hier einfach weiter dran bauen? Oh, das Dings donnert. Okay, den Boden kann ich hier nicht dran zimmern. Okay. Aber hier hatte ich beim letzten Mal irgendwo eine Schildkröte. Bist du eine Schildkröte? Nein, du bist auch ein Stein. Auch schräg. Deine Mutter, ey. Könnte man so nehmen. Mal gucken. Okay, ich baue erstmal, glaube ich, die Tür und dann gucke ich mal weiter. Ach ja. Scheiße. Was ist denn? Ach so. Das heißt, wir müssen da irgendwie zumindest eine Rampe erstmal bauen, damit wir da überhaupt unser... Ja, oder immer so ein bisschen ranhüpfen, aber mit... das wird dann später nicht klappen. Naja, mein Essen ist verkohlt, das sieht man gerade, ist schwarz. Na, aber ich glaube, ich komme gleich nach Hause. Ich finde hier keine dumme Schildkröte. Das Gute an diesen Baumstümpfen ist immer, da kommen irgendwelche Vögel ran. Und wenn man gut ist, kann man diese Vögel töten. Vogel, wo? Ich habe dich doch erwischt. Ich habe diesen Kill-Sound gehabt.
Vielleicht habe ich auch nur das Gebüsch erwischt. Schade. Scheiß Viecher. Jetzt habe ich dich. Kackvögel. Zwar kaum was dran, aber... Ich mache mich auf den Heimweg. Vogelfleisch kann ich auch nicht dran, nicht aufhängen, weil das zu klein ist. Ah, okay. Also, so kleine Tiere wird wohl nicht gehen. Ja, ich habe ein paar Echsen mit. Ja, die Echsen gehen gut. Ah, fuck you. Aber Schildkröten habe ich leider nicht gefunden. Aber du hast einen Kochtopf, der bringt doch auch ja. schon mal viel. Kochtopf habe ich. Dann bauen wir mal eine kleine Zwischen... hier so eine Zwischenplattform, eine kleine. Dann müssen wir von der hüpfen und dann quasi zu unserer Basis. Ich will es dir nicht den Kannibalen so einfach machen. Nee, ist in Ordnung. Da verschwinden wir 9 Stämme. Das Gute ist, wenn man so ein paar Vögel tötet, kriegt man immer Federn. Die braucht man später für Pfeile. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ach, 3 Vögel, 2 waren sogar übereinander und ich krieg sie nicht. Ha, ich habe einen Vogel. Der ist direkt vor mir gelandet und da habe ich einmal Pieks gemacht und der war weg. So, hab jetzt auch welche. Dann packe ich mir nämlich mal 2, 3 kleines Vögelfleisch auf das Lagerfeuerchen. Da müsste ich danach satt sein. Verniedlichungen-chen. Ja und? Chen. Neidisch? Nein. Gut. Nein, das also ist ich finde es spannend, das ist schon jetzt quasi der zweite Tag in unserem neuen Lager und die haben uns immer noch nicht gefunden. Ja. Und das, obwohl wir auf der anderen Seeseite sind. Oh, ich bin zu Hause. Ja, wir haben ja alle getötet da. Hier, ich habe noch ein Stück Fleisch auf dem Grill. Das kannst du essen, bevor es schlecht wird. Yummy, yummy, yummy. Ein Stück Fleisch für Mathilde. Okay. Dann gucke ich mal, was ich hier ans Trockengestell hängen kann. Nee, mach das Feuerzeug aus. Hä? Ach so. Ja, ich dachte mal, ich hack noch mal ein bisschen Bäume. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon ein paar Echsen hier aufgehängt und 2 Kaninchen. Ja, ich habe extra die aufgeteilt, falls ein scheiß Kannibale das kaputt machen sollte. Ich weiß nicht, ob die was aushalten. Oder ob die dran vorbeilaufen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es aber nicht. Aber das Gute ist, das Fleisch, wenn es getrocknet ist, kann man halt auch mitnehmen und für unterwegs halt vernaschen. So, also wir sind jetzt dabei, eine Zwischenbasis zu bauen. Alles klar. Ja, ah, damit nein, wir du sollst nicht draufkommen. Achso, warte, ich nehme mal meinen Kochtopf. Oh ja, mach mal Wasser. Weil mein Wasser, mein Durst ist schon wieder so fast bei der Hälfte. Mhm. Bitte schön, Wasser ist auf dem Dingsbums. Herd. Jo.
Ja, gerade jetzt auch vom Tragen wird es mein Durst noch förderlich sein. Garantiert. Also ich sehe auch gerade tatsächlich zu, dass ich nicht die Bäume fälle, die ganz direkt bei uns dran sind. Ja, ich versuche auch schon weiter wegzugehen. Ich überlege gerade, wir können doch einfach mal so einen Schlitten bauen. Stimmt. Solange es nur hell ist. Ja. 10 Äste habe ich da schon reingeballert. Ja, ich auch noch ein paar. Dann hau ich mal ein paar Äste um, ne? Ja. Also ich habe jetzt auch schon ein bisschen viel vorbeigerannt, die ich einfach liegen lassen habe, weil ich voll war mit Ästen. Hier habe ich gleich 3 gefunden, die waren auf dem Haufen. Da fehlen nur noch. Hier liegt sogar einer daneben. Ach, ist fertig. Ist ja krass. Warte, dann mache ich noch eine Stöcker Aufbewahrung. Nee, für Knochen mache ich eine Aufbewahrung. Falls uns Besuchen kommen, dann können wir die Knochen gleich lagern. Hier sind auch Stöcker, die fliegen hier rum wie nichts anderes hier. Ja. Also hier fliegen überall. Überall Stöckchen. Oh, ich kann was trinken. Ich nehme mal den Kochtopf, ne? Ja, ja, alles gut. Nicht, dass der da irgendwie verschwindet. Da habe ich keinen Bock drauf. Dafür war der mir, ist er mir viel zu selten. Ja. Ah, da, da, da. So, nachts ist die Zeit des Bäumefällens. Genau. Ich würde jetzt auch vorschlagen. Ich wollte gerade fragen, wie lange geht denn unsere Aufnahme schon? Lang genug. Dann würde ich sagen, nutzen wir die Nacht nochmal, um ein bisschen Bäumchen zu fällen. Ja, was ich nochmal schnell fragen wollte. Achso, also du baust schon. Ich sehe nämlich gerade, dass es ein bisschen höher ist, oder? Also, solange wir dann trotzdem vernünftig bauen, finde ich es nicht so schlimm. Dann bau da erstmal nicht weiter. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Dann packe ich das erstmal, das Holz, das ich hier fälle, auf dem Schlitten. Ah, wohl, wir müssen weiterbauen. Warte mal. Ich gucke mal, ob ich daneben eine Wand bauen könnte, theoretisch. Ja, und wir werden erstmal die Folge beenden. Dann werden wir jetzt einfach ein bisschen Bäume stemmen. Jo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal weiter. Wieder. Ja, das irgendwie kriege ich da nichts hin. Okay, dann müssen wir das neu machen. Scheiße, im Dunkeln ist aber auch doof. Im Dunkeln ist doof. Dann machen wir, würde ich sagen, eher den Schlitten mit Baumstämmen voll. Hm. Oder wir gehen eine Runde. Ach, wir können ja gar nicht schlafen. Nee. Ich passe das nochmal an. So, und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und kommentieren, abonnieren nicht vergessen und gesund bleiben, erst recht. Genau. Bis dann, ciao. Tschüss.